Alright, 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 alright! Das erste Fortnite Season 4 Live Event steht kurz davor! Und zwar wurden Risse in Fortnite gefroren. Ja, ich begrüße hier Team Nachtaktiv heute beim Wunder TV, weil es gibt die Risse in Fortnite. Ja, wir haben Risse entdeckt und zwar an zwei verschiedenen Orten. Für die von euch, die nicht wissen, was Risse sind, das war eigentlich mein Lieblingsspielzeug in Fortnite Season 4, weil Risse waren eine ziemlich, ich glaube, eine der ersten Möglichkeiten für Mobilität, also quasi sich zu bewegen. Und da seht ihr den Riss. Das ist ein Riss, Leute. Und es gibt an zwei verschiedenen Orten jetzt Risse. Und zwar einmal hier bei Holy Hedges. Ich markiere es euch auf der Karte. Ich hoffe, ich lande da noch drauf. Und wenn ihr da reinspringt, werdet ihr in die Luft katapultiert und könnt den Gleiter wieder benutzen. Ne? Das ist extrem nice, weil ihr dann irgendwo hinfliegen könnt. Und es wird spekuliert, dass hier in Holy Hedges ein neuer Ort hinkommt, die Hundehütte, Doghouse auf Englisch, so wirklich viel bekannt ist noch nicht, ja. Was da jetzt passieren wird, ob das jetzt ein Ort wird, wo einer der neuen Bosse sein wird, weil es kommen ja noch neue Bosse in diese Season, ne? Und wenn ihr da Spekulationen habt, Ideen und so weiter, wie das auch mit Marvel zusammenhängt, weil es muss ja irgendwie ein neuer Feind sein oder vielleicht ein Feind aus dem Marvel-Universum. Galactus ist ja auch am Start, der soll uns ja irgendwie so ein bisschen supporten. Wir fliegen hier nochmal in den Riss rein, weil ich liebe die, wirklich Season 4. Ich habe die Dinger nur geliebt. Ich bin immer rumgeflogen, habe Gegner gesucht, so wie ich es da mit Hubschrauber in letzter Season gemacht habe und in Season 7 mit dem Flugzeug nur rumgeflogen, Gegner gesucht und drauf da. Und damals haben die Leute halt noch nicht 8 Stunden am Tag kreativ gezockt, da ging das noch ohne große Probleme. Heutzutage kriegst du ja nur auf die Fresse, wenn du hier nicht irgendwie 4 Stunden am Tag kreativ übst. Und also Leute, das sind auf jeden Fall neue Risse. Ich zeige euch auch noch die zweite Location mit den neuen Rissen. So Leute, es gibt noch eine zweite Location mit Rissen. Wenn ihr noch mehr Risse gefunden habt, noch mehr Locations mit Rissen kennt, ja, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ich habe auch gerade auf meiner Community-Seite eine kleine Umfrage. Soll ich mehr Fortnite-Skin-Verlosung, Battle-Pass-Verlosung und so weiter machen? Sagt ihr, das ist gut so, wie es gerade ist, oder soll ich weniger machen oder gar keine Verlosung mehr, ne? Weil jede Verlosung, die ich mache, kostet mich Zeit, die ich für Videos verwenden könnte und Content. Und ihr seht, aktuell gibt es relativ wenig Verlosungen, dafür aber richtig viel Content. Also überlegt euch, was ist euch wichtiger. Und hier seht ihr schon den ersten Riss, ne? Das ist jetzt hier, ich lande mal wieder rein. Und es werden noch viel mehr Risse kommen, weil es ist einfach Fortnite Season 4, Fortnite Season 4 waren Risse, ne? Ich freue mich schon auf Season 7 mit den Flugzeugen, Alter, wenn die wiederkommen, yay! Freut ihr euch auch schon auf die Flugzeuge? Ich liebe Flugzeuge. Die Risse waren aber wirklich mein erstes. Ich habe Season 3 so gehasst, weil man immer rumlaufen muss. Ich gehe mir so auf den Sack, ich bin so oft in der Zone verreckt. Es gab vorher einfach keine Mobility in Chapter 1, in Kapitel 1. Und jetzt gibt es endlich wieder, ja, Mobility. Und wo ist denn hier der zweite Riss hin? Bin ich jetzt dran vorbeigeflogen? Shit, warte mal, der war hier irgendwo. Ja Leute, Gratulation, Wotat ist einfach mal brutal lost. Ja, das passiert auch ab und an. Ich habe jetzt einfach mal hier respawned. Und freut euch schon auf die Risse. Also ich freue mich mega. Die waren wirklich, ich habe sie geliebt. Und die kamen ja irgendwann in dieser Osterinsel Steinfressen Season wieder. Ich glaube, was waren das? Season 5? Season 6? Wann gab es denn diese komischen Steinfratzen? Nee, die Steinfratzen waren Season 4, ne? Oder? Doch, stimmt, die Steinfratzen, diese Osterinselmänner waren Season 4, ne? So, jetzt suche ich euch mal hier den zweiten Riss, damit ich hier mich nicht komplett blamiere. Und, wo ist denn der? Ich habe vorhin noch zwei. Ah, guck mal, da ist er. Ja, hat sich gut versteckt hier am Rand der Karte. Ja, und mal gucken, was hier passiert. Weil hier seht ihr ja schon, hier ist schon was los. Passiert was, ne? Also hier kommt irgendwie ein Truck von der Straße. Der hat ja hier nichts zu suchen. Man sieht ja, das ist ein Stück Straße, ein Stück Stein, ein Stück Erde. Die wurde irgendwie irgendwo anders rausgeholt und hier reingeholt, ne? Und auf dem Truck steht auch was drauf, und zwar Trust Industries. Und ich guck mal ganz kurz bei Google, ob ich irgendwas finde, was Trust Industries heißt, was das ist. Ah, Leute, Trust ist der Typ, der die Sentinels erfunden hat. Also der Typ, diese Riesenviecher, die immer gegen die X-Men kämpfen und die dann auch in der Zukunft platt machen, die sind von seiner Firma. Er ist quasi ein Superbösewicht, der Trust. Und dem gehört die Firma, die Sentinels entwickelt hat. Und Leute, das könnte wieder was sein. Das könnte irgendwas sein, was gegen Mutanten, keine Ahnung. Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Ich meine, die Sentinels sind auch platt. Also von daher, schauen wir mal, was kommt. Also ich bin mal gespannt. Mich würde es echt freuen, wenn es ein bisschen eigene Story wäre. Und nicht wieder irgendwie so ein, also wirklich mal irgendwie so ein Mischmasch zusammen aus Fortnite und Marvel. Und nicht irgendwie wieder irgendwie das aus Marvel nehmen, sondern vielleicht einen eigenen Bösewicht schaffen, der nur in Fortnite und Marvel existiert. Das wäre doch eine Sache, oder? Freue mich unter dem Hoch, Abo und Glocke, schreibt mir eure Meinung, eure Ideen, eure Theorien, eure Konzepte unten in die Kommentare rein. Und danke fürs Zuschauen, für aktuell der Code Wotat TV ein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.